Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Pokémon Opalo. Wir sind hier immer noch in diesem Voodoo-Haus drin und versuchen, unsere Freundin zu befreien, höchstwahrscheinlich. Also wir wissen nicht, ob sie wirklich... Also bisher habe ich keine Beweise, dass sie wirklich gefangen ist. Deswegen weiß ich nicht, Deringer hat das nur gesagt. Aber wer weiß, vielleicht stimmt das gar nicht. Wir finden es raus, heute, hoffentlich, wenn ich hier durchkomme, weil... Ha, da stand was dabei. Da steht sonst nie was dabei. Naja, jedenfalls, ja, mal gucken. Deringer hat das gesagt. Ich weiß nicht, ob ich ihm vertrauen kann. Wir werden sehen. Ich gehe wieder rein. Alles gut. Wo muss ich hin? Ich war eigentlich schon überall, meine ich zumindest. Das ist ein Gefängnis. Ich habe irgendwo einen Schalter umgelegt, aber... Das sind alle Pokepuppen, die ich gesammelt habe. Sie stehen da jetzt. Muss ich sie... Oh, muss ich die da draufschieben? Oh, Mist. Jetzt habe ich es kaputt gemacht, weil ich das Simsala so blöd weggeschoben habe. Okay. Kann ich das nochmal probieren? Ich wusste, dass ich die sammeln muss. Okay. Anscheinend lassen die sich nicht da drauf schieben. Doch. Jetzt. Es wollte nur zuerst nicht. Na schön. Aber es hat jetzt gar keine Wahl. Es muss. So. Dann kann ich das hier rüber. Lustige Schieberätsel. Aber es sind Puppen. Auch gut. Müssen die eine bestimmte Reihenfolge? Das wäre doof. Ich hoffe nicht. Oh nein, bedeutet das? Oh nein, okay. Die neben dem... Okay, das haben wir schon mal richtig. Gardevoir neben dem. An einem Ende ist der Turm. Okay. Der Zauberer etwas nach rechts. Okay. Okay, alles klar. Die zwei nebeneinander. Dann würde ich sagen, sie ganz in die Richtung. So. Oh oh. Ich habe die beiden so geschoben, dass ich nicht mehr weiterschieben kann. Oh no! Okay. Ich habe mir das selbst kaputt gemacht. Okay, neuer Versuch. So. Ich hoffe, die Musik ist nicht irgendwie Copyright geschützt. Die geht gerade so ab. So, Simsala kommt dann theoretisch hierhin. Und das Feuerzeug ganz ans Ende. Ja! Was ist passiert? Dass das Ritual komplettiert. Ja, sehr schön. Ha! Ha! Ha, ich wusste... Okay, das hatte nichts mit Tarot zu tun, das war nur... Das Rätsel, wie man die Puppen stellt. Gut. Wo habe ich es nur gelassen? Es muss irgendwo hier sein. Ich habe keine Zeit mehr. So viel Stress. Oh nein, sie arbeitet mit der zusammen. Oh, hallo, Miss Zalea. Bitte setzen Sie sich doch. Sie haben eine lange Reise hinter sich, um hierher zu kommen. Und das ist das, wie Piet ist. Ich bin sehr enttäuscht, Verbena. Die Früchte unserer Allianz sind sehr schlecht. Ich habe dir vertraut. Ich habe dir ein sehr wichtiges Geisterfragment anvertraut, im Glauben, dass du es nutzen würdest für den Sisseante-Clan.
Aber stattdessen hast du deine Zeit mit Experimenten verschwendet und deinen persönlichen Dingen. Nein, so ist es gar nicht. Ich habe einen interessanten Prozess gemacht. Ich habe es geschafft, einen astralen Riss in der Kapelle des Lichts zu öffnen. Oh, das war sie. Mit der Macht dieses Stücks. Das weißt du, nicht wahr? Astrale Zerwürfnisse sind unnütz. Das Tor zwischen unserer Welt und der astralen Welt muss weit offen sein, damit Unctena eintreten kann. Okay, in dem Fall brauchen wir mehr Fragmente. Wir müssen weitere sammeln. Und ich habe eine Sache, die uns helfen wird. Ich hoffe, es ist etwas Wertvolles und nichts Billiges, Schwaches und Mystisches von deiner Voodoo-Magie. Nein, es ist ein Mädchen. Sie scheint speziell zu sein. Sie hat die Macht, die Kraft der Geisterfragmente zu spüren in ihrer Umgebung. Ich habe sie ins Warnlager gesperrt, weißt du? Du kannst es selber sehen, wenn du mir nicht glaubst. Ein Mädchen. Morgen werden zwei meiner Söhne kommen und sie abholen. Dann werden wir sehen, ob unsere Allianz etwas genützt hat. Du wirst schon sehen, Mutter Zalea. Du wirst überrascht sein. Oh, nein. Lass uns gehen, Vipitis. Oh, das war knapp. Du hast das Privileg, Teil der neuen Welt zu werden bekommen, wenn der Gott Unctena sie für uns hinterlässt, Verbena. Nimm es ernst und mach alles für diesen Kampf. Was? Unctena frisst die ganze Welt? Was hat euch das denn erzählt? Das ist schon wieder Müll. Als hätte ich nicht genug Probleme. Ich muss heute Abend das Ritual machen. Das kann nicht länger warten. Das Geisterfragment. Ich habe es hier gelassen. Ha, ich kann spüren, wie meine Macht sich verstärkt. Wir werden heute ausgehen. Oh. Er ist ja gruselig. Ich bezahle dich, ich verspreche es. Heute werde ich dich bezahlen und meine Schulden bereinigen. Ach, sie ist fort. Ach, sie hat da so ein... Okay. Was ist passiert? Was habe ich kaputt gemacht? Habe ich da hinten vielleicht das Tor geöffnet? Ah ja. Habe ich tatsächlich. Ach, da ist sie ja. Miri, es tut mir jetzt so leid. Ich habe an dich aufgepasst. Als ich mit Verbena geredet hat, hat sie mich so warm begrüßt und mir eine Infusion angeboten. Ich denke, es war irgendwas da drin. Ich erinnere mich nicht an viel. Warum lässt du dir von irgendjemand sowas anbieten? Ich bin einfach hier aufgewacht. Ich war so dumm zu denken, dass ich diese Reise machen kann und nicht auf der falschen Seite aufwachen würde. Ich denke, ich kann laufen. Ich folge dir, Miri. Komm, mit. Oh, no. Ich habe dich endlich gefunden. Du hast viel Ärger in meinem Salon gemacht, nicht wahr? Nun, sobald ich mit dir fertig bin, habe ich eine weitere Seele für mein Voodoo-Ritual. Warum verhältst du dich so, Verbena? Als ich dich getroffen habe, warst du eine gute Person. Gute Person, sagst du? Gut und böse sind Konzepte, die weit hinter mir liegen. Das ist das Einzige, was zählt. Magische Macht. Stärker, als sie jemals jemand anderes erreichen könnte. Das ist ein Geisterfragment. Du hast ein anderes, nicht wahr? Sie sagen, dass die Träger von Geisterfragmenten zueinander hingezogen sind. Lass die Show beginnen. Ich gebe dir eine Voodoo-Demonstration, so gut ich kann. Das nennt sich Pokémon-Kampf, aber wenn du es Voodoo-Demonstration nennen willst, ist auch okay. 5 Pokémon, na fantastisch. No. Oh. es ist ein Bratapfel geworden. Es hat mit einem Kappe überlebt. Das ist nicht okay von ihm. Glaubt ihr, sie heilt es? Ich denke, sie wird es heilen. Ja, gut. Glaubt ihr, sie heilt es nochmal?
Okay, sie heißt nochmal. Ah, und diesmal haben wir es direkt weggekickt. Sehr gut, danke, Zufallswert. Sehr schön. Roserade. Sehr schön. Ein feines Pokémon. Aber darum kümmern wir uns. Das, es hat mit Schleim geworfen. Oh nein, es hat überlebt. Wow. Und es hat direkt nochmal damit getroffen. Das ist nicht nett von ihr. Komm her. Das ist nicht nett von dir. So. Lilligant. Oh, das wird die Version sein, die, ja, die ich nicht kenne. Von der ich keine Ahnung habe, was das für ein Typ ist. Du tanzt. Und es hat anscheinend einen Lebensorb. Das ist ja sehr sympathisch. Oh Mann, okay. Wir versuchen es mal mit einer Step-Attacke. Aber das Gute ist, durch den Lebensorb macht es sich halt einfach mega viel Schaden. Komm schon. Ja. Tschüss. Level up. Chorgeist. Was ist das? Ah, oh, ah. Ah, die Laterne. Ja gut. Ich habe tatsächlich nicht mehr so viel gegen die Laterne. Wird schon. Das wird mit einem KP überleben, ne? Nicht ganz. 5 oder 6 hat es noch. Na gut. Weg damit. Eldegoss. Ich habe gar keine Ahnung. Ah, du. Ah. Aha. Ein gutes Pokémon. Das hat mich paralysiert. Das finde ich nicht gut von ihm. Jetzt ist er noch schneller als ich. Oha. So. Aber das haben wir trotzdem hingekriegt. Ach, niemand kann das mit meiner Voodoo-Magie aufnehmen. Ja, ja, niemand. Außer ich. Ach, ich verliere sonst nie. Meine Nerven haben mir einen Trick gespielt. Bitte, Verbena. Krieg dich doch wieder ein. Die Leute, mit denen du zusammenarbeitest, sind wirklich böse. Ich habe keine Zeit für diesen Nonsens. Ich habe ein Voodoo-Ritual, das ich komplettieren muss. Heute Nacht ist die große Nacht. Ich werde endlich meine Schulden bezahlen und meine Magie frei nutzen können. Huch. Ich weiß nicht, was los ist mit ihr, aber irgendwas Katastrophales wird mit dieser Stadt passieren. Wir können sie nicht gehen lassen. Nein, ich glaube auch. Ich denke, wir sollten uns das angucken, was sie vorhat und das wahrscheinlich auch aufhalten. Würde ich jetzt mal vermuten. Na gut. Wo geht's raus? Ich vermute mal, hier geht es raus. Nee, okay. Wild. Wo ist der Ausgang? Hilfe. Ich weiß nicht, wo ich bin. Ah, hier ist der Ausgang. Okay. Ich habe alles im Griff. Alles läuft gut. Es kommen Geräusche vom Hafen. Irgendwas passiert. Ist Deringer aus dem Meer wieder geklettert? Wahrscheinlich passiert das. Oh, die Musik ist gruselig. Der Wind ist sehr unheimlich. Ja, mal gucken, was das wohl für ein Ritual ist. Macht mir ein bisschen Sorgen. Aber Hauptsache, die Vögel singen. Singen. Oh Mann, das sind ja alle Leute aus der Stadt. Das sind alles die Bewohner von Abriga City. Aber sie wurden verhext. Es ist so doch besser, nicht wahr? So werden sie weniger leiden, wenn das Ritual beendet wird. Was ist das? Was planst du? Sieh nur, Ixia, ich denke, du weißt, wer dieser Mann, diese Statue ist, nicht wahr? Ich denke, das ist Papalotto, der Wächter der Unterwelt und der Patron der Voodoo-Magie. Was ist mit ihm? Lass nur sagen,
Ich schulde meinen Erfolg in der Voodoo-Magie den Deals, die ich mit ihm habe. Aber die Kosten seiner Dienste werden höher und höher und meine Schulden sind unglaublich gestiegen. Und so werde ich ihn heute ich werde sie ihm heute zurückzahlen mit einer schönen Menge an menschlichen Seelen. Das kann nicht dein Ernst sein. Du wirst die ganze Stadt opfern. Ha, das ist ganz schön eine Machtdemonstration, nicht wahr? Ich hätte es nie fertiggebracht, so viele Menschen zu verhexen, wenn ich nicht das Geisterfragment hätte, das die alte Irre mir gegeben hat. Das macht meine Magie viel stärker und damit kann ich den Zauber auf die ganze Stadt anwenden. Und jetzt solltet ihr euch ihnen anschließen. Nein, danke. Nein, danke. Parasekt ist ja äußerst passend. Rage Powder. Das ist eine spannende Attacke. Au. Weg damit. Sehr schön. Ha, das hätte ja mal reichen können. Oh gut, die Attacke ist daneben gegangen. Oh, da kommt aber noch was. So, ich habe das weggemacht. Gern geschehen. Es ist zurück. So, okay, gut. Dann mache ich das andere weg. So. So muss das. Perfekt. Schwache Diener, geht mir aus dem Weg. Oh, sie hat sie. Wo sind sie? Eure Zeit ist vorbei. Papa Lotto ist hier. O großer Patron des Voodoo, öffne die Barriere und komme zu mir. Gruselig. Oh, bist du endlich gekommen, um deine Schulden zu zahlen? Es ist Zeit, Süße. Ein bisschen länger und du hättest mich dazu gezwungen, extremere Maßnahmen zu ergreifen. Oh, er fliegt. Sieh nur, Papa Lotto, ich habe ein ganzes Bankett voller Seelen für dich. Nun, ich hatte auf ein bisschen was Besseres gehofft. Aber du hast wirklich deinen Nutzen aus der Magie gezogen, die ich dir gegeben habe. Bitte, Papa Lotto, ich sage es dir, das sind tausende von Seelen, die du in die Unterwelt nehmen kannst. Ha, heute bin ich mal nicht so. Ich werde diese Zahlung akzeptieren. Nächstes Mal denke zweimal nach, bevor du meine Dienste in Anspruch nimmst, wenn du sie dir nicht leisten kannst. Das werde ich tun. Nimm diese Seelen, Papa Lotto, sie sind alle deins. Oh, Quajutsu. Oh, Deringer. Er ist doch aus dem Meer geklettert. Was zum... Ein Quajutsu? Das ist das letzte Mal, dass ich mich in der Kiste versteckt habe. Du, der Glatzkopf. Das Geisterfragment ist aus meinen Händen gefallen. Das bedeutet... was machen wir hier? Ich habe Kopfschmerzen. Hey, da die ganze Stadt hier ist, warum gehen wir nicht... zum nächsten Kraftwerk und protestieren gegen die hohen Elektrizitätspreise. Yo, gute Idee. Das ist ein guter Plan. Ja, let's go. Nein, komm zurück. Was tue ich jetzt? Oh, nun, die Dinge gehen nicht immer so, wie wir sie uns ausgemalt haben, meine Süße. Du wirst mich dann wohl nicht bezahlen, nicht wahr? Bist du bereit für einen unendlichen Urlaub in der Unterwelt? Nein, warte, ich hol mehr Seelen. Bitte, gib mir mehr Zeit. Bitte. Nein. Auch wenn es nicht so aussieht. Ich mag es nicht, wenn es so ablaufen muss. Ich bin ein einfacher Mann. Ich mag es, wenn alle gewinnen. Wie auch immer, ich denke, ich werde das behalten. Nein. Nein. Miri, Rotkäppchen, lass ihn das nicht nehmen. Wir müssen alle Acht finden, um die Welt zu beschützen. Das ist das Letzte, was Astrid zu mir gesagt hat. Ha,
Ihr verdient das Geschenk des großen Geistes nicht. Ihr Sterblichen seid schon echt schwierig. Was bedeutet das? Vor Jahrhunderten waren diese Teile zusammen in einem einzigen Schmuckstück. Dem Geisteredelstein. Es war ein Geschenk, das der große Geist der Menschheit gegeben hat, um sich zu verteidigen, wenn eine Zeit kommt, wenn die große Schlange zu unserem Planeten unterwegs ist. Aber das Geisterjuwel zerbrach in 8 Stücke während einem sinnlosen Krieg in Kefira. Ihr seid so unvorsichtig, dass ihr euch niemals um so ein Artefakt kümmern könntet. Und jetzt werdet ihr untergehen. Gib uns einfach das Fragment, Fee. Wir kümmern uns selbst darum. Oh, was für eine Courage, so mit dem Gott des Todes zu reden, mein Lieber. Weißt du was? Es ist eine wunderschöne Nacht. Ich bin in guter Stimmung. Ich werde ein Spiel spielen. Einer von euch wird gegen mich kämpfen. Aber er riskiert dafür seine Seele. Wenn ihr es geschafft, mich zu besiegen, dann gehört euch das Geisterfragment. Wenn ihr allerdings verliert, kommt ihr mit mir. Wer von euch ist mutig genug? Es sollte der Stärkste von euch sein. Toll. Guckt mich nicht alle an, das ist gemein. Oh, interessant. Ich habe eine große Stärke von dir ausgehen gespürt, meine Liebe. Sei bereit zum Kämpfen. Ich möchte schließlich fair sein. Toll. Toll, danke ihr zwei. Danke. Das ist nett, dass ich das machen darf. Nun, ich würde sagen, das machen wir aber morgen in der nächsten Folge. Yay. Bis dann, macht es gut. Und Mirio.